Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben heute den 23.12. Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir die 1000 Euro geknackt für die Spendenaktion Einmal der Legenden. Ich bin unfassbar dankbar an alle, die Sachspenden getätigt haben, an alle Großfirmen, an alle Kleinunternehmer, an alle normalen Mitarbeiter, an normale Angestellte, an alle, die bei uns in der Community vertreten sind, bin ich unfassbar dankbar, die gespendet haben und auch die natürlich die Lose gekauft haben. Ja, was heißt das Ganze für mich? Wir haben 1000 Euro, also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 1000 Euro zusammenbekommen. Das ist der Wahnsinn. Ich werde ja immer wieder von Marcel Fiss auf dem Laufenden gehalten, wie viel zusammengekommen ist. Und dann kamen so die ersten, ja, mal 280 Euro, ja, 580 Euro, 700 Euro, 800 Euro. Da dachte ich, yes, weißt du, dann hier ist, habe ich mal gefragt, was war denn so der höchste Spendenbetrag, den wir zusammenbekommen hatten in den 3 Jahren, wo es jetzt die Community gibt. Und da spricht er, das waren 800 Euro für den Rollstuhl damals, wo ich sage, ist schon geil. Und dann fing er an, spricht also, er geht schwer davon aus, dass wir die 800 Euro definitiv knacken werden. Ich hätte echt nicht dran geglaubt, dass wir das wirklich schaffen. Was heißt wir schaffen? Ihr habt es geschafft. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass wir das überhaupt so durchziehen konnten. Und ich bin euch allen echt vom ganzen Herzen absolut dankbar, dass ihr mich dabei so unterstützt habt, diese Aktion überhaupt durchzuführen. An alle, die immer wieder hinter mir standen, immer wieder gesagt haben, Timo, das ist eine absolut saugeile Aktion. Wir unterstützen dich dabei. Klar, es gab auch immer wieder welche, die ja gesagt haben, ich will eigentlich das Zeug nur einheimsen und will nichts damit machen. Beziehungsweise will es im Endeffekt selber behalten. Und ja, ich hoffe, ich konnte diejenigen davon überzeugen, auch ein oder zwei Lose zu kaufen. Ich habe auch schon gesehen, ich sehe ja nur die Teilnehmerliste und es sind auch zwei dabei, die am Anfang gesagt haben, dass ich betrügen würde. Die dann aber trotzdem auch Lose gekauft haben. Euch beiden, die Personen, die wissen es. Trotzdem vielen Dank. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind jetzt bei 1020 Euro. Ja, unfassbar. Ich bin absolut sprachlos. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch großartig dazu sagen sollte, außer einfach nur Danke. Ihr wisst selber, worum es geht. Es geht im Endeffekt um unsere Kinder. Jeder Einzelne ist, glaube ich, von uns froh, dass eigentlich seine Kinder gesund sind. Also ich bin zumindest dreifacher Vater, von drei absolut tollen Kindern. Und ich bin jeden Morgen froh, wenn ich aufstehe, und wenn ich meine Kinder wecke, dass ich weiß, dass sie gesund sind. Und das war halt auch mit einer der Gründe, warum ich sage, ich möchte diese Aktion machen. Und an dieser Stelle wollte ich mich einfach nochmal wirklich bei euch bedanken und einfach nur, ja, meinen Tribut zollen. Und ja, es ist, glaube ich, das schönste Weihnachtsgeschenk, zumindest für mich, zu wissen, dass ich anderen Leuten helfen kann, beziehungsweise anderen Kindern helfen kann.
Und ich freue mich schon auch wirklich auf die nächsten Aktionen, die in dieser Community stattfinden, wo ich weiß, dass definitiv immer wieder was Gutes gemacht wird, wo Leuten geholfen wird. Und das ist halt für mich immer das Schönste an der ganzen Aktion. Und daher bedanke mich bei allen von euch nochmal ganz aus tiefstem Herzen, dass ihr mich dabei unterstützt habt und dass ihr so extrem hinter mir standet bei dieser Aktion. Und in diesem Sinne sage ich euch auch nochmal schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Entspannt euch, das Jahr ist bald rum, Gott sei Dank. Ich muss zwischen den Jahren noch arbeiten, das ist egal. Ja, sammelt neue Energie, neue Freude an der Arbeit fürs kommende Jahr, fürs Jahr 2020. Und auf dass wir alle gemeinsam wieder einiges an Quadratmetern durchreißen können. Ob es das in der Glasreinigung ist, ob es in der Unterhaltsreinigung ist oder ob es bei Sonderarbeiten ist oder sonstigen Arbeiten ist ja im Endeffekt scheißegal. Wie Fizzy immer sagt, one business, one family. Wir sind nun mal alle im Endeffekt in einer Sparte des Handwerkes und in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Besinnliche Weihnachtsfeiertage, einen absolut tollen und guten Rutsch ins Jahr 2020. Und in dem Sinne, macht's gut, ich wünsche euch was und vielen Dank nochmal.